Folgenfeuer. Da braucht es eine anständige Flamme. Grüßt, liebe Streaming-Junkies, dem morgigen 22. April sollten sich alle Fans der spanischen Hitserie Haus des Geldes auf jeden Fall ganz fett im Kalender markieren, denn Netflix versüßt uns die Wartezeit auf die 5. Staffel und veröffentlicht mit dem spanischen Thriller Das Schweigen des Sumpfes den neuen Psychokracher mit Pedro Alonso alias Berlin. Na, habe ich zu viel versprochen? Ich denke mal nicht. In seiner neuen Produktion spielt er den erfolgreichen Krimi-Autor Q, doch hinter dieser harmlosen Fassade verbirgt sich ein absolut kranker Verstand, denn Q ist eigentlich nichts anderes als ein kaltblütiger Psychopath, der davon träumt, andere Menschen zu töten und seine kranken Fantasien in seinen Romanen auslebt. Doch dann kommt der Tag, als er seinem Verlangen schlussendlich nachgibt und einen brutalen Mord begeht. Na, neugierig geworden? Dann lasst uns in den nächsten Tagen mal unbedingt ein Feedback da und schreibt uns unten in die Kommentare, wie sehr euch dieser 90-minütige Netflix-Originalfilm auf einer Skala von 1 bis 10 gefallen hat. So, dann wollen wir euch mal nicht länger auf die Folter spannen und zeigen euch jetzt den offiziellen deutschen Trailer zum Film. Wir leben umringt von einer Mauer aus Schilf, das seine Wurzeln in den Sumpf krallt. Das sind die wahren Herrscher dieser Stadt. Er kennt sie gut, weil er vor kurzem noch einer von ihnen war. Aber dann wurde ihm sehr schnell klar, er war eine andere Art Kreatur, eine viel gefährlichere. All das ist nun unwichtig geworden. Deine Hauptfigur, warum ermordet, werden wir nie erfahren? Weil er es kann. Wir dürfen nicht zulassen, dass Politiker einfach verschwinden. Wir dürfen nicht zulassen, dass irgendjemand verschwindet. Wenn er auspacken würde, sitzen wir alle in der Scheiße. Wenn erstmal die Presse Wind davon bekommen hat, fliegt uns alles um die Ohren. Irgendwie müssen wir diesen Arsch doch auftreiben. Du musst mir schwören, dass du den Kerl findest. Wie der Typ heißt und wo er wohnt, ob er Strafzettel hat, das ganze Konzert. Was du von mir verlangst, ist ein bisschen zu viel. Für ein Folgenfeuer, da braucht es eine anständige Flamme. Genau damit fing alles an.